Es ist ein Ort der besonders herzlichen Gastlichkeit. Liebevoll gestaltet, ein ganz persönliches Paradies für Reisende. Mit solchen Attributen will das Hotel zur Alten Oder einladen, zu einem Aufenthalt in Frankfurt an der Oder. Hartmut Kohn und seine Frau Ilona haben das Hotel 1995 übernommen und mit viel Engagement und Herzblut zu dem wohl individuellsten Haus am Platze gemacht. In erster Linie wird an unserem Haus geschätzt die wirklich herzliche, freundliche Bedienung unserer Mitarbeiter. Das wird sehr, sehr groß geschätzt. Dann natürlich die etwas Individualität unseres Hauses vom Ambiente her, von der Ausstattung der gastronomischen Räume wie auch der Zimmer. Und natürlich die Gemütlichkeit dieses familiäre Führen des Hauses. Zunächst war das Haus eine Fabrik, dann erst ein Hotel, das heute mit seinem besonderen Service für Radwanderer als der Tipp entlang der Oder gilt. Viele Stammgäste schätzen das Hotel, auch wegen der jungen und freundlichen Mitarbeiter. Über 60 Jugendliche wurden hier bereits ausgebildet. Jedes Jahr verlassen 37% aller 18- bis 24-Jährigen die Region. Hier will das Hotel handeln und jungen Menschen Perspektive und einen Job in der Heimat bieten. Und von den Ideen der Jungen profitieren auch die älteren Mitarbeiter. Gerade haben die Azubis mit bunten Cocktails das Angebot an der Bar aufgepeppt. Die Generationen profitieren vom Miteinander und haben gemeinsam Erfolg. Zum Wohle der Gäste. Das Besondere ist, dass man sich eigentlich hier wie zu Hause fühlt. Ja, man kommt hier rein, man wird individuell betreut, man kann seine Wünsche äußern. Es ist immer jemand da, der einem zur Seite steht. Dass es ein bisschen familiären Charakter hat und dass man eigentlich wirklich auch immer so begrüßt wird oder so bedient wird, dass man das Gefühl hat, man wird gerne hier gesehen. Jung, herzlich und individuell. So schafft man Perspektiven für Gäste und Mitarbeiter. Der Marketing Award Leuchttürme der Tourismuswirtschaft geht in Brandenburg an das Hotel zur Alten Oder.